360 Football hier. Heute zeigen wir euch, wieso der erste Kontakt für Kinder so wichtig ist. Und ihr werdet auch gleich spezifische Übungen dafür sehen. Legen wir los. Vamos. Die Übungen kann man ganz einfach zu zweit machen. Darum sind sie auch einfach umsetzbar. Und an dieser Stelle natürlich auch liken, kommentieren, subscriben und wir legen los. Kommen wir direkt zur ersten Übung. Hier geht es um den ersten Touch auf die Seite und im Lauf. Ich erkläre es euch jetzt direkt. Also, der Spieler, er steht zum Beispiel hier. Dann vorne immer kurz klatschen lassen. Dann nach hinten gehen. Dann einmal mitnehmen. Nach hinten wieder links mitnehmen. Rechts spielen, immer so. Dann kommt er nach vorne, spielen, nach hinten wieder gehen. Mitnehmen, spielen, wieder mitnehmen, immer so. Also ist eine super Übung, geht logischerweise auch ein bisschen in die Luft, wenn man es Vollgas macht. Ich denke ca. 30 Sekunden pro Seite und das Ganze zweimal wiederholen. Und dann hat er schon etwas sehr Gutes für den ersten Kontakt auf die Seite gemacht. Hier kann man es auch noch anders machen, zum Beispiel, wenn ich ihm jetzt hier vorne genau dasselbe, jetzt hier hinten kann er den Ball zum Beispiel offen mitnehmen, das heißt hier mit links spielen, dann wieder nach hinten, dann hier mit rechts. Und das gleiche zum Beispiel auch mit dem Außenriss hier. Dann mit dem Außenriss mitnehmen, nach hinten, wieder mitnehmen. So. Und so kann man das alles sehr gut trainieren. Und so kann man wirklich alle drei Touches üben, Außenriss, übers Kreuz, offen. Und ja, wenn man das Tempo hochhalten kann, umso besser. Wie gesagt, wenn man die Dosierung, also wenn man den Ball stärker spielt, muss der Spieler dann auch mehr dosieren. Also eine Top-Übung. Jetzt kommen wir zur zweiten Übung. Nächste Übung, dafür braucht ihr einfach drei verschiedene Markierungshütchen. Hier trainieren wir den ersten Kontakt in alle Richtungen, also auch das Aufdrehen. Dann hier auf einer Linie. Zwei Farben, so ein Abstand, 2-3 Meter. Und dann noch das letzte Markierungshütchen, hier ein bisschen nach hinten versetzt, 5-6 Meter. Wir starten dann immer, oder der Spieler startet immer bei der weißen Linie, löst sich dann nach hinten, das muss man schon einem Kind zuerst gut erklären, nach hinten lösen, dann den Ball spielen und dann kommt entweder das Kommando schwarz, gelb oder rot. Bei Schwarz nehmen wir den Ball hier in den Lauf mit, weiter mitnehmen als bei der vorherigen Übung, dass wir auch die Abwechslung haben, zurückspielen. Dann immer wieder in die Mitte kommen, wieder nach hinten, dann würde Gelb kommen als Beispiel. Erster Kontakt hier in den Lauf, hier natürlich mit links zurückspielen. Und was auch noch dazu kommt, nach dem Lösen, wenn jetzt Rot kommt, hier offen stehen, dass der Ball gleich in den Lauf geht. Als hätte der Spieler Zeit. Das ist fast das Wichtigste bei dieser Übung, dass die Kinder lernen, offen zu stehen, wenn sie Zeit haben, sich aufzudrehen. Als Bonus kann man dann auch noch das Klatschen lassen, das Prallen reinbringen, nach hinten gehen. Wenn kein Kommando kommt oder Prallen oder Klatschen, direkt zurückspielen. Aber man kann zuerst auch einfach nur mit den drei Farben starten. Zeigen wir das Ganze mal. Can ist jetzt das Kind. Gelb. Schwarz. Prallen. Rot. Am Anfang am besten mit etwas leichteren Pässen starten und dann mit der Zeit steigen. Das kann man natürlich auf das Kind oder den Spieler anpassen. Und der größte Coaching-Punkt ist eigentlich folgender, dass gerade auch bei den Gelben und beim Schwarzen der erste Kontakt sehr oft zu nahe angenommen wird. Dort wirklich darauf schauen, dass der erste Ballkontakt schön in den Lauf geht. Und beim Roten, dass der Spieler oder das Kind wirklich sauber aufmacht auf beide Seiten. Da kann man auch mit den Pässen, die man spielt, das Ganze schön forcieren, dass auf beide Seiten aufgemacht werden muss. Und auch bei den ersten Kontakten auf beide Füße spielen, dass man da auch wirklich alles sauber trainiert. Machen wir jetzt noch einen Durchgang mit ein bisschen Power, Junge. Ja. Komm, Junge. Los, rot. Jawohl. Gelb.
Schwarz. Schwarz. Ja, weiter, weiter, weiter. Und prallen. Und gelb. Und rot. Jawohl, schnell, schnell, schnell. Komm, noch zwei Bälle. Das ist die zweite Übung. Hier kann man echt ganz locker starten, aber bis nach oben gibt es hier keine Grenzen. Man könnte dann auch springende Bälle spielen oder so hohe Bälle spielen, aber das ist für die Kinder sicherlich noch ein bisschen too much. Steigern, steigern, üben und ganz wichtig an dieser Stelle auch noch, diese Übung würde ich nur machen, wenn das Kind auch wirklich Freude daran hat, denn das sollte niemals vergessen werden. Zwischen den Übungen kann der Spieler logischerweise etwas kurz trinken gehen, kurz eine Pause machen, aber er kann auch jonglieren. Jonglieren ist auch sehr wichtig für den ersten Kontakt. Ich zeige es euch ganz kurz, wie es geht. Also er kann folgendermaßen so starten, dass der Ball einmal den Boden berührt, dann wieder immer so. Wenn er dann sicher ist, versuchen nur mit dem starken Fuß und dann mal ab und zu mit dem schwachen und dem starken. Und wenn das alles nicht geht, dann kann man auch so starten. Man hält den Ball in den Händen, dann einmal, dann wieder hoch, dann macht man zweimal, dann fängt man den Ball wieder, dann dreimal, immer so. Wenn er jetzt beim vierten am Boden fällt, dann nochmal bis auf vier und dann kann man immer so, so weiter steigern. Und ja, jetzt kommen wir zur dritten Übung. Vamos. Bei der letzten Übung lernt das Kind auch schon ein bisschen den Ball in der Luft einzuschätzen und den Ball aus der Luft direkt mitzunehmen. Und da schauen wir auch die Dropkick-Technik ein bisschen an. Kann man schon ein bisschen lernen, muss nicht unbedingt sein, aber als Bonus und einfach schon um früh genug damit anzufangen, kann man das sicher einbauen. Die Übung kann man sogar alleine durchführen. Und zwar wäre der Sinn der Sache, dass man hier jongliert im besten Fall, den Ball hochspielt und dann zum Beispiel zu Rot mitnimmt, hier stoppt und wieder in die Mitte kommt. Es ist klar, dass am Anfang ein Kind vielleicht noch nicht jonglieren kann, dann kann es den Ball auch einfach nach oben werfen, zum Beispiel nach Gelb mitnehmen und so mal ganz einfach starten. Dann kann man hier abwechseln und, wie schon ein bisschen angetönt, die Dropkick-Mitnahme, Ball auf den Boden lassen und genau in diesem Moment den Ball mitnehmen. Also Ball kommt hier hin, zack, auch schon ganz, ganz eine gute Übung für die Kinder, wenn das denn schon möglich ist. Früh übt sich, wie man so schön sagt, das wären schon mal drei Top-Übungen, plus auch noch das mit dem Jonglieren zwischendurch. So wird der erste Kontakt sehr, sehr gut trainiert, wenn die Motivation vom Kind auch effektiv da ist. Can, hast du noch etwas zu sagen? Ja, vergesst nicht zu liken, zu abonnieren, die Glocke zu aktivieren, unbedingt auch für unseren Algorithmus. Plus unten in der Videobeschreibung seht ihr auch unsere Homepage. Da könnt ihr auch mal das Formular ausfüllen, falls das Interesse besteht, ins Training zu kommen. Und ja, ich denke, wir sehen uns beim nächsten Video. Ciao. Gas geben.